Liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fight 2020 und das ist die Runde Nummer 13 und wir sind zu Gast am Hungaroring, also in Ungarn. Freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ja, lass uns das letzte Woche einfach vergessen und ein bisschen nach vorne gucken, gerade was die zweite Saisonhälfte anbetrifft. Und ja, also Großbritannien, zweite Mal hintereinander verzockt. Die wöchentlichen Sponsorengelder sind durch und wir machen trotz der laufenden Kosten gut Profit. Okay. Ja, ich glaube, ich muss mal gerade gucken, ob die Einrichtung, ob da was passiert ist jetzt gerade. Doch, wir werden auf jeden Fall auf Strafen gehen müssen, das ist schon klar. Also, sprich, einmal komplett den Wagen komplett durchtauschen. Wir starten, von ganz hinten, damit ist das klar. Gerade auf dieser Strecke hier. Ist das denn einfach jetzt mal so? So, machen wir das dann mal fertig. Wir haben jetzt noch. Was hältst du hiervon? Na, mal was reinkommen. Machen wir es mal. Bauen wir es ein. Ressourcenpunkterzeugung. Personal. Genau, das Analysezentrum ist durch. Chassis. Dann gehen wir mal in die Qualitätskontrolle. Investieren wir mal da ein bisschen rein. So, gucken wir mal, was Aktivitäten. Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Ja, hauen ein Simulator-Training rein. Wir schmeißen ein PR-Video für die Fahrer rein. Wir machen nochmal Sponsorenwerbung. Und dann machen wir nochmal Sponsoren-Event-Aufnahmen, damit wir da einmal komplett durch haben. Gut, dann gehen wir Richtung Wochenende. Heute das freie Training auf jeden Fall. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. So, dann gehen wir mal zur Reifenauswahl. Wir fahren die etwas weichere Mischung und gehen rein. Und hoffen mal auf ein durchaus trockenes, zumindest ein trockenes Rennen. Das wäre wichtig. Der Regen im Training wäre mir dann im Moment egal. Aber wie gesagt, im Qualifying von dem Morgen und am Sonntag brauchen wir auf jeden Fall trockenes Wetter. Oder wäre cool, wenn wir da trockenes Wetter hätten. So. Ja, es ist leichter Regen im Rennen. Na, super. Damit hatte ich jetzt fast nicht erwartet. Den Regen hatte ich ein bisschen gehabt, aber es ist leichter Regen. Also können wir, brauchen wir nicht in die Box. Also okay. Oh, Moment. Kimi Räikkönen. Ich kann das auch nicht bewegen. Okay, Kimi tritt zurück. Die Frage ist, ob er jetzt sofort zurücktritt oder erst in der neuen am Ende der Saison. Das ist die große Frage. So, gucken wir mal. Also, wie gesagt, Kimi. Ne, Kimi, der tritt wohl am Ende der Saison erst zurück. Also, Vierter sind wir momentan. Wir müssen den nächsten Schritt machen. Beziehungsweise heute mal wieder ein bisschen punkten. Das versuchen wir mal. Fangen wir an heute mit dem ersten freien Training. Dann wissen wir auch, wie hoch die Strafen am Ende final sind. Weil wir einmal mal komplett alles ausgetauscht haben. Und damit können wir nämlich mit dem neuen Auto in die zweite Saisonhälfte gehen. So, wie gesagt, fangen wir heute mit dem freien Training auf jeden Fall an. Runde 13, Training Nummer 1. Heute Ungarn, dann Belgien, Italien und dann geht's auch Singapur. Das sind so die nächsten Rennen. So, da steht das Auto von Mick. Und hier steht unser Baby. We're going to be logging some extra data during this session. Nothing you need to worry about, but as we have some new parts, we'll just confirm they're performing to spec. Belgien, Italien, hier ist Ungarn, genau. Gut.
Ja, wir fahren einfach die Soft-Variante, weil es bringt ja sonst nichts. Wir müssen es eh machen. Es ist ja, wir brauchen die Mediums heute nicht. Weil dieses Rennwochenende nicht. Let's get a few laps under our belt. Da es nur leicht regnet, ist es auch okay. Ja, geil. Okay, aber das ist egal. Letztendlich ist es Wurst. Ich weiß, dass ich als Letzter starten werde. Und damit ist es eh egal. Dann hoffen wir mal auf etwas besseres Wochenende als das, was wir am letzten Rennen gezeigt haben, geliefert haben. Letzte Saison bin ich hier Zweiter geworden. Mal gucken, wie es dieses Wochenende wird. So, und hier auf dieser Strecke gibt es tatsächlich eine halbwegs gefährliche Ecke. Und die zeige ich euch jetzt. Und zwar ist das die nächste rechts hier. Hier dürft ihr nämlich nicht so sehr auf den Körper drauf gehen, weil sonst passiert nämlich genau das, was mir gerade passiert ist, nämlich ein kleiner Quersteher. Oder ihr landet entweder in der rechten Wand oder in der linken Wand. Oder ihr fährt hier ein bisschen so hart über die Schikane. Ja, eigentlich kann ich das Wochenende schon ein bisschen Richtung Abschenken gehen, aber mal gucken. Ist ja noch ein bisschen was möglich alles. Die Strecke sind nicht besonders lang. Ich glaube, meines Wissens hat die hier knappe 4,5 Kilometer. Ja. Und Punkte wären eigentlich sehr wichtig. Bezüglich zum Beispiel Sebastian Vettel, gegen den es ja noch in der Rivalität geht. Uns fehlen noch 2 Pünktchen. Und die haben wir okay, leider nicht gewonnen. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. Ja, das war kurz eben dazu. Im Unterschied Lapta, für die Leute, die des Englischen nicht so mächtig sind. Ich weiß mittlerweile, was der mir so von mir gibt. So, dann gehen wir hier mal drauf, gehen wir rüber. Schönen Weg von dem Curb hier. Den einfach mal komplett in Ruhe lassen. By the way, letzte Woche ist Sonntag, Russland Grand Prix. Platz 7, was Final. Ich hatte so tatsächlich noch mal ein bisschen weiter. Also 9. bis 9. bin ich hier am Ziel. Und am Ende durch diverse Zeitstrafen und nachträgliche Strafen ist es dann am Ende Platz 7 geworden. Also wieder gute Punkte für uns. Jetzt ein Punkt, weil ich keine Strafe hatte. Ich habe immer eine Verwarnung drin im Rennen. Und naja, es ist alles soweit okay. Und heute Abend, beziehungsweise ich nehme jetzt Dienstags auf Monaco. So, beste Zeit als 18 Nacht. Wir können ja so eigentlich relativ frei fahren. Wir haben das Wochenende aber nichts zu verlieren. Wir wissen eh, dass wir wieder aus der letzten Reihe starten, wenn wir einmal komplett alle Teile geändert sind. Alles raus an Getriebe. Alle beiden Getrieben neu. Plus alle Motoreinheiten. Haben wir auch komplett rausgenommen. Dann haben wir es jetzt einmal durch. Wir können dann quasi die zweite oder letzte Sonne. Können wir es dieses Wochenende nochmal beruhigter angehen lassen. Ja, letzte Saison hier Platz 2 in diesem Grand Prix. Das wird dieses Wochenende vermutlich schwierig werden, aber mal schauen, mal schauen. Die Inters könnten vielleicht doch mal die Chance geben. Ich habe so ein Rennen mal, glaube ich, gehabt in Malaysia. Auch von ganz hinten gestartet, Inters draufgehalten. Scheiße, die Runde ist kaputt. Und trotzdem noch gewonnen. Naja, schauen wir mal.
wir sind ein bisschen vorsichtig über die Cops räubern. Aufpassen hier. Das gibt noch mal eine gute halbe Sekunde als 18:3. Okay, you need to come in before you run out of fuel. Pit within two laps. So, der sagt jetzt auch zwei Runden in die Box. Ja, wir fahren nicht ganz auf 20 Minuten. Ich fahre dann den Tank an, falls nur leer. Also sprich die Runde noch und vielleicht auch noch das nächste. Und dann haben wir gleich aber auch, wir dürfen sogar die 20 haben. Weil die Strecke relativ kurz ist. Wir fahren ja hier gerade mal als 18er Zeiten. Ja, wir sind die Runde sehr mal. Da kannst du auch mal ein bisschen cutten. Ich nehme mal gerade ein bisschen hier den Zug aus dem RS. Die Runde ist eh am Arsch, deswegen fahre ich die. Spare ich die Runde nochmal schnell auf. With the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. Also, momentan die Führung vor Norris und unserem Teamkollegen, beide auf Medium, Kreikenhoff, Hart, der wieder nach der Saison ja seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Bin mal gespannt, wer das nächstes Jahr im Alpha dann Platz nehmen wird. Weil dann habe ich nämlich die Möglichkeit, dass eine Planstelle frei wird, wo ich mir theoretisch noch einen holen könnte. Je nachdem, wie wir finanziell nach der Saison aufgestellt sind. Und dann könnte man vielleicht überlegen, wie er dann zur Alpha geht. Aber wie gesagt, das ist ja natürlich auch erstmal alles Zukunftsmusik. Wir haben ja danach noch 9 Rennen. War ein bisschen cool einfach. Ich versuche es halt danach nächste Saison nicht mehr so viel aufzugeben, weil wir den Weg, weil wir den Hinblick auf die neue Saison für das neue Auto bzw. für das neue Team habe ich mir schon so ein bisschen überlegt. Also wir bleiben beim Teamnamen, aber wir werden das Auto umlackieren. Und da habe ich mir schon so ein bisschen meine Gedanken gemacht. Warum noch immer der beim Marker hat, dass sich so den Sprit wegfrisst. So, wir haben noch 1,5 Minütchen, sprich die Runde ist eh durch. Ich fahre die Runde jetzt auch zu Ende und dann schleichen wir halt zurück, aber dann haben wir es auch dann auf 20 Minuten. Und das reicht dann auch, denke ich mal. Dann sind wir wohl 40 Minuten final, wo wir dann, glaube ich, mit der Folge rauskommen. So, Pierre Gasly, den halte ich jetzt natürlich nicht auf. Der jetzt sein Auto auf Rang 8 stellt. Gerade. Auf den Medium, aber ich habe da noch keine schöne Runde gefahren. Das kann aber auch sein. Jetzt geht gleich der Sprit aus, das weiß ich. Müsste jetzt gleich gelb kommen. Jetzt kommt die Fahne und damit ist das Auto gleich mal zu Ende hier. Und dann sind wir durch mit dem ersten freien Training hier aus vom Hungaroring in der Nähe von Budapest in Ungarn. Tatsächlich so meine persönliche Lieblingsstrecke hier. Ich weiß nicht, wie sieht das zum Beispiel bei euch aus? Ich habe mal mit dir. Ich mag also diese technischen Strecken, wie halt, wie gesagt, eben genau hier in Ungarn, weil es so schwer zum Erholen ist. Auch Monaco liegt mir momentan. Vietnam, Niederlande, komme ich mittlerweile echt gut klar. Wir haben mittlerweile sehr gute Ergebnisse geholt, auch den einen oder anderen Punkt schon geholt. Wie seid ihr vergessen, dass wir hier in der Saison in den Niederlanden die Pole holten und am Ende Dritter wurden. Vietnam, ja, letzte Saison hatten wir unsere Schwierigkeiten, da haben wir es dann am Ende verkackt. Das kann ich, die Saison sind wir, glaube ich, auch relativ gut durchgekommen mit den Punkten. Ja, Großbritannien liegt mir nicht so wirklich. Die Saison in der Sonntagsliga nicht gefahren. Aus privaten Gründen und ja, in der unserer MyTeam-Karriere hier das zweite Mal ziemlich böse auseinandergenommen worden. Das Qualifying versendet und dann im Rennen
Erstes die kleine Kollision mit Giovinazzi und dann beim Dreh im Dreher in Mick rein, Flügel weg. Wir mussten in die Box hinterher gucken, gab kein Safety Car. Und ja, damit war das Ding eigentlich schon gegessen. Ja, und jetzt haben wir momentan die Führung vor Sebastian Vettel. So. Gut, dann sind wir durch mit dem ersten freien Training, liebe Leute. So. Dann beschleunigen wir die Zeit, wir sind nämlich durch. Und hoffen wir mal, das war... Ah, oh, Mick. Kommt jetzt Max noch ein bisschen ran. Leclerc, Hamilton aufs... Ja, doch. Bottas knapp vorne. Ja, müssen wir gucken, wie gesagt, wir können es hier komplett frei zu Ende fahren. Ob das jetzt hier heute der erste oder zweite Platz ist, ist mir dann auch wurscht. Wir haben 60 Plätze Gridstrafe, damit ist das Thema eh gegessen. Also Bottas schnellster, dann wir und dann Lewis Hamilton. Sprich dreimal Mercedes vorne. Wir fahren ja nämlich ebenfalls Mercedes-Motor, Mick. So. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Bottas, Richards und Lewis Hamilton. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Ja, genau, die Plätze 6 Plätze Gridstrafe, die werden gerade noch eingeblendet. Das ist nicht, weil ich irgendwelche Scheiße gebaut habe auf der Strecke, sondern einfach, weil wir mal komplett die Motoreinheiten plus die Getriebe gewegtauscht haben. Dementsprechend ist die Strafe sehr hoch. Aber das ist dann letztendlich auch egal. Wir schaffen das schon irgendwie. Und gucken, ob was das fällt zu. Wir starten auf jeden Fall safe von 22, das ist schon mal jetzt klar. So, ich muss gerade gucken. Habe ich irgendwie was zu trinken, wenn ich gerade mitnehmen gönne? Wer viel redet, darf auch viel trinken. So, dann sind wir auch zumindest mal mit dem ersten freien Training hier durch. Weiter geht's jetzt sofort mit den nächsten 30 Minuten. Sprich, 10 Minuten sind sie zusammen. Ja. Gut. Weil wir ja nur gut auf 10 Minuten fahren, damit wir halt halbwegs durchkommen. Chance, make sure to run some of our practice programs. They don't all need to be done in one session, but there's valuable data there to help race strategy and car development. So, ich bin sofort fertig. Ich muss noch ganz kurz was noch abklären. Okay, gut, dann machen wir jetzt weiter.
Nein, ich brauche keine. Okay, remember that the way the car handles is all about weight transfer. When you brake, the center of mass moves forward. When you accelerate, it moves rearward. And when you turn, it is pushed to the outside of the car. More load on each tire equals more grip. So make sure you're smooth with the controls to prevent the weight transfer from becoming too violent. Okay, the track is... So, also, heute... Ah, es ist schon wieder ein bisschen zugezogen. Heute fahren wir nicht so lange. So, ich dachte, mir kommt jetzt noch ein Auto, deswegen muss ich gerade mal kurz zögern. Ich hatte nämlich nur das hinter mir gehört. Und es scheint wohl der Ferrari zu sein, der da gerade rausgibt damit. Naja, es ist nicht tragisch. Gut, also, schauen wir mal. Hier wird es gerade richtig duster. Ich hoffe, dass wir doch ein paar Minuten noch gefahren bekommen, bevor es dann irgendwie mal anfängt zu regnen. Das muss man auch aufpassen. Ich sage ja, die Curbs, die können hier durchaus tödlich sein. Meistens ist es aber dieser hier. Diese Rechtskurve, die auch sehr, sehr gerne mal tödlich ist. Die mir auch schon Rennen versaut hat. Also, fahren wir mal ein bisschen raus. Fahren wir ein bisschen auf die Strecke. Tun wir mal ein bisschen was. Ich weiß ja, ob wir die ganzen 5 Runden zusammenbekommen. Oder 6, 5 Runden, glaube ich, die wir gefahren sind. Hier in Ungarn. Zweiter sind wir geworden im ersten Freitraining. Aber ich glaube, wir können äußerst befreit aufwarten. Wir starten safe von 22. Die Bildstrafe 60 Plätze. Ich denke, das wird keiner, der vor uns steht, noch höher sein. Aber ich fand trotzdem relativ gut befreit. Leider bitter, dass es noch regnen dürfte. Weil er regnen wird. Wer ist denn das Wetter? Ist das Kimi? Gut, über Nazi ist es. Der, mit dem wir ein bisschen unser kleines Zitatett in Großbritannien hatten, der mir da den Flügel wegrasiert hat. Ja. Aber ist einfach passiert. Denn. Passiert mal, kann mal passieren. Und Thema ist eigentlich abgehakt. Ich bin ja nicht so nachtragend. Es ist halt einfach mal ein scheiß Rennen gewesen. So, also Sektor 1 geht schon mal an uns. Da sind wir schneller als eben jener Giovinazzi als der Alpha. Wir wollen ja zurückschlagen. Viele Punkte werden es heute wahrscheinlich nicht werden. Deswegen muss ich hoffen, dass Renault ein relativ schwaches Wochenende erwischt. Und auch McLaren, weil... Ja, momentan sind wir 4. 3 Punkte für Renault und... 24 Punkte, wenn ich es richtig mitgerechnet habe. Ich glaube, wir haben 140... Ne, 130, dann sind es 34. Hinter McLaren auf Platz 3 liegen. Die Spitze werden wir nicht angreifen können. Also werden die... Mercedes wird wohl wahrscheinlich nicht diese Saison angreifen. Wie sie in der neuen Saison aussieht, weiß ich noch nicht. Da müssen wir dann mal gucken. So, Bestzeit. 1:19:02, da sind wir aber noch nicht bei weitem. Eine gute Sekunde weg von der Bestzeit, die wir da im... Die wir da im... Freitraining hatten. Ja, haben wir schon ein bisschen verkackt. Also vor allem mit Andrea Giovinazzi. Dahinter Sainz. Ich muss jetzt gerade ein bisschen reingehen ins Rennen. In die Runde. Also die Sekunde muss ich holen. Oder will ich holen? Weil sonst stehen wir nämlich hier gleich schön hinten im Feld irgendwo. Also 18:03 sind wir eben gefahren. Und irgendwo da möchte ich gerne wieder hin. Aber nicht mit dieser Runde hier. Oder? Ah, nicht ganz, definitiv nicht. Aber eine 18:06, Bestzeit Sektor 3, war auf jeden Fall mit dabei. So, momentan vor Lewis Hamilton, der jetzt gerade seine Runde durchgezogen hat.
So konzentrieren hier gerade bei den Necken, gerade was der minimale Vorsprung, den wir hier haben. Den würde ich gerne mit nach Hause nehmen. Also, besser momentan Walter Bottas 18-2. Ja, da haben wir es liegen lassen. Da bin ich, muss ich doch mal das Gas wegnehmen. Und das hat mir die Runde gekostet. Ja, haben wir schon wieder ein bisschen verloren. Also, Hamilton vor Lewis Hamilton und Sebastian Vettel dann Domination zeigen. Sind die ersten fünf. Jetzt sitzt aber auch eingeblendet. Und jetzt schlägt Valtteri Bottas zurück. 3:01. Wieder seine Dreierzeit. Und die kann man diesmal, glaube ich, gefühlt nicht nach Hause fahren. Keine Chance haben wir in dieses Bottas-Fenster reinzukommen. Klar, also mal ein bisschen mal mit nach Hause, aber das wird im Prinzip die Runde nicht überleben. Ein bisschen hätten wir jetzt mit nach Hause genommen. Also ein bisschen hatte ich jetzt rausgeholt. Aber auch nicht viel. Ich weiß nicht, wie es final am Ende geworden wäre. Und damit sind wir. Oh, da kommt ein Auto. Leclerc. Aber dann, der war irgendwo noch ein Ferrari hinter mir. Der ist er nämlich auch schon. Also, Bestzeit, wie gesagt, Valtteri Bottas. Da werden wir nicht rankommen. Da müsste es Lewis Hamilton sein, der war nämlich eben auch nicht so weit weg. So, ab in die Box. Hamilton kommt auch nicht, sehr gut für Medium, ne? Also, schnellst damit Walter Bottas sein, damit wir kommen und dann Lewis Hamilton, also quasi wieder die ersten drei. Die wir eben im ersten schon hatten. So, dann sind wir schon mal dabei. Und dann kann man die Zeit runterlaufen lassen und hoffen, ja gut, wir sind eine halbe Sekunde, jetzt nicht mal mehr, volles Hamilton gewesen. 100. Gasly auf 3. Verstappen knackt die Bottas-Zeit. Ricciardo hängt sich noch auf 2. Also wir sind nicht mal im Vierter momentan sogar nur. Für mich ist natürlich eine Klatsche, weil Renault da oben mit dabei ist auf 2. Dann Vettel jetzt schnellster.
17.9 Sebastian Vettel. Max Verstappen jetzt weiter, jetzt war der Sieger aus dem letzten Jahr. Und damit ist es nur Platz 5 im zweiten Bahrain-Training. Aber nochmal, wir können äußerst befreit in das Rennen angehen. So. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Vettel, Verstappen und Daniel Ricciardo. Leider müssen wir uns schon verabschieden. Das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Mick auf Hart ganz unten, aber ich verstehe nicht, warum der auf Hart testet, weil, wie gesagt, er weiß, dass es im Rennen regnen wird. Und ja, aber vielleicht haben wir Glück, dass wir nur mal Winter nur regnen, würden wir doch noch mal auf Medium dürfen. Also ich werde auf jeden Fall das Trockensetup im Qualifying nutzen, nur das bisschen modifizierter. Nun, heute scheint nicht Ihr Tag gewesen zu sein. Platz 5 ist in Ordnung. Was sagen Sie dazu? Wie wird die Gridstrafe Ihre Strategie im Rennen beeinflussen? Das werden wir auf jeden Fall viel schwieriger machen. Heute haben Sie im Training wirklich alles gegeben. Testen Sie neue Komponenten? So. Glauben Sie, dieses Team bringt die volle Leistung? So. Genau. Klasse, das war dann alles. Ja, damit haben wir das Thema Interviews auch durch. Und jetzt machen wir gleich weiter mit dem dritten freien Training. Und dann sind wir nämlich auch schon durch für heute. Ach, scheiße, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Ach, scheiße, wir müssen... Ja, ich nehme. Ja, ich muss mal hier irgendwie Folge unterbrechen. Also, wir sehen uns... Wird eh alles in einen geschnitten. So, weiter geht's beim freien Training. Also, freies Training Nummer 3. So, hier war ein kleiner Cut drin. Ich bitte zu entschuldigen, ich hatte ein bisschen einen Termin vergessen, den ich jetzt quasi erledigt habe. Oder mehr oder weniger erledigt habe. Und ja, gehen wir rein ins Freitraining jedenfalls. Da sind wir wieder an der Strecke hier in Ungarn und wollen natürlich. Ja. Hier einen halbwegs guten Eindruck hinterlassen. Wie gesagt, wir haben ja diese blöde 60 Plätze Gridstrafe noch. Was heißt blöde? Die ist klar wegen dem. Wegen den Teile weg, die wir gewechselt haben. Wir haben ja einmal komplett alle Motorkomponenten plus die beide Getriebe gewechselt. Remember, we have a number of practice programs to run. It'll be very beneficial for the team if we do these. This is the only session remaining to do them, so let's get on that pronto. It'll be like a rubber out on track. Try to take it easy for a couple of laps. Jo, gehen wir mal auf die Straße jetzt wieder oder auf die Strecke. So, einmal kurz alle von Mager stellen. Platz 5 war es ja im letzten Freitraining. Ja, mal gucken, wie es jetzt wird. Aber mal diesmal mal die schnellste gefahren wird. Aber gefühlt kommt am Bottas keiner vorbei momentan. Gut, ja, der Mann ist noch soft. Also, ich glaube, ich mit Platz 6 wäre ich super zufrieden. Aber wie gesagt, wir können. Tag morgen wieder die frei angehen. Wir können ja alles Reifen rausballern. Also ein lasse ich mir übrig für den Fall, dass wir wirklich auf Softdummer fahren werden, dann im Rennen. Ich weiß nicht, wie der Regen kommen wird. Oder wie Regen sein wird. Klar, am Anfang ist er da, aber mal gucken. Ja. Und dann sind es 18 Runden hier in Ungarn, die dann uns ins Haus, im Haus anstehen. So, dann gehen wir mal auf die freie Strecke achten. Wir haben noch knapp 28 Minütchen, also sprich so 4-5 Rundchen kriegen wir auf die Reihe.
bisschen weit rausgekommen. Der erste Sektor erstmal ist violett, also. Ich denke, mit 27,8 müssen. 17,8, Entschuldigung, 27,8, ja. Blöd wär's dann, wenn man nämlich was zu schnell, aber. Ja, wie gesagt, wir können ja auch wenn zum Feuer angehen. Ich habe ja mal ein bisschen Dusel. Zweiter Sektor jedenfalls klar, violett. Aber da ist auch noch ein Auto hinter uns. Das ist wie ein Red Bull. Die Frage ist, ob es Albon ist. Mal gucken, wie gesagt. Es wird nicht so auf jeden Fall eine gute Fahrerrochade werden. Wer gesagt, Kimi Räikkönen. Ja, schon mal zurücktritt. So, 17,9. Da haben wir schon mal eine gute Zeit. Und Max Verstappen ist es. 17,9 ebenfalls. Aber wir haben auf Anhieb eine Zeit gesetzt, die uns helfen kann. Also, der Red Bull hinter uns, der gibt schon mal ein bisschen Gummi da. Und der will natürlich, dass wir uns schlagen. Der Sieger aus der letzten Saison. Da war kein Reinkommen oder Rankommen. Auch nach dem Safety, wir hatten ja ein Safety Car zwischendurch. Die Frage, wie viel kann Max jetzt nochmal holen? Wir haben nochmal ein bisschen was rausgenommen, mitgenommen. Es wird nochmal eine neue Bestzeit werden. Die Frage, was macht Max? Kann sich nicht stark verbessern. Also damit haben wir erstmal eine Pole-Zeit. Oder eine Referenzzeit auf Pole. Das heißt die 17,8, die wir momentan haben. Die hätte eben uns im zweiten Freitraining gereicht. Wobei ich habe ihn nochmal verloren, weil ich ein bisschen weit rausgekommen bin. In der letzten Kurve. Ich weiß, dass ich ein bisschen gekattet habe. Scheiße. Puh, das war knapp. Dann bin ich wieder aufs Gras gekommen. Ja, der Satz hinten ist durch. You're nearly out of fuel. Almost out of fuel. You need to pit within the next two laps. Na, ja, dann fahren wir. Die Reifen sind durch, vergiss es, da kommst du gar nicht mehr hinterher. Das war jetzt tatsächlich nur ein kleiner Quersteher dabei. Ja, warte mal, ich gucke mal auf die Reifen, 30%. Da machst du gar nichts, die sind durch. Der Satz ist komplett durch am Arsch. Da kann man nicht hier machen, so. Das war kurz den Giovinazzi damals. Sieht der Moment am Vierter, ist also auch einen sehr guten, durchaus ordentlichen und sehr guten Eindruck macht. Was die Zeit momentan betrifft, also Verstappen haben wir momentan gepackt. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass mir das Auto nicht irgendwie einschlägt. Und wir haben noch gute 2 Minütchen, 3 Minütchen. Aber ich denke, das reicht dann für heute. Dann haben wir es halt Training Nummer 3 auch durch. Jetzt auch mal nur jetzt Reifen an zu brechen und dann nochmal rauszufahren. Macht meiner auch keinen Sinn. So, Vettel. Vettel geht jetzt nochmal auf 3, ebenfalls auf den Softreifen.
So. Ja, wir haben hier keine Zeit für mehr. Nee, dann haben wir das hier mal gegessen. Das ist verdammt knapp zu dem ersten, zu dem Verfolger. Bottas jetzt nochmal, der kackt da nochmal raus. Richtig raus. Ja, die kommen natürlich alle nochmal mit den Reifen. Wir können aber nicht mehr kontern. So, na gut. Dann sind wir Vierter. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Bottas, Verstappen und Lewis Hamilton. Leider müssen wir uns schon verabschieden. Das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Ja, dann sind wir auch... fertig. Fertig mit den Nerven. Fertig mit der Welt. Platz 4 ist es dann. 2, 5 und 4 waren die Ergebnisse des, der freien Trainings. Wie es jetzt im Rennen war sein wird. Ich glaube, auf Pole haben wir nicht die Größe, haben wir nicht die Chance. Auch virtuell nicht. Deswegen alles gut. Gucken wir mal, wie jetzt die Dings-Ergebnisse sind. So. Gut, und dann gucken wir mal, wie das, frei, wie das jetzt wird. Ich hoffe, dass wir einen Vettel zumindest virtuell auf der Strecke packen können. Momentan sieht es ja relativ gut aus. Also im zweiten Freitraining war da mal am Ende schneller, aber wie gesagt, natürlich jetzt erstmal die Hausaufgaben machen und ihn mit dem Qualifying packen, weil dann könnte man nämlich die Rivalität gegen ihn gewinnen. Und das müssen wir auch erstmal machen. Gut, dann würde ich sagen, mal Feierabend. Oder wir haben noch kurze Nachrichten. Ja, das ist tragisch. Gut. Okay. Dann würde ich sagen, mal jetzt Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wie lange geht es weiter mit dem Qualifying hier aus Ungarn?